Schönen guten Abend. Mein Name ist Sebastian André. Ich bin geschäftsführender Vorstand des Verbands Deutscher Drehbuchautoren. Und vor allen Dingen bin ich selbst Drehbuchautor. Und in dieser Eigenschaft eher als Verbandsvorstand sitze ich heute Abend hier auf dem Podium und danke dem Hamburger Filmfest für die Einladung, für das Werkgespräch. Film erzählen, über Film erzählen. Wie sich das genau aufschlüsselt, werden wir jetzt versuchen, gemeinsam im Dialog zu ergründen. Ich begrüße meine Gesprächspartnerin von Spiegel Online, Hanna Pilatschik. Danke, dass du heute Abend gekommen bist. Und wir danken gemeinsam Katrin Klamroth, die das Ganze hier wie immer betreut und über uns wacht und uns hier sozusagen drauf geholfen hat. Meine erste Frage oder meine erste Beobachtung ist, wenn ich als nicht nur unbedingt als Autor eines Formats, sondern auch als Leser von Film-Fernsehkritiken eine Kritik lese und ich lese dort heraus, es hätte zugespitzte Situationen gegeben, es hätte tolle Dialoge gegeben, die Figuren seien sehr charakteristisch entwickelt, es seien irgendwie lebenspralle Charaktere vorgeführt worden. Und das Ganze wird dann einem Regisseur zugeschrieben oder einer Regisseurin. Dann frage ich mich manchmal, ist es Absicht, ist es Zufall, dass manche Kritiker oder manche Menschen, die über Film schreiben, sich mit dem Drehbuchprozess nicht wirklich auskennen? Oder wäre das veränderbar, wenn man sich mehr mit dem Prozess beschäftigt, wer wirklich für Dialoge zuständig ist, wer wirklich für die Gestaltung von Charakteren zuständig ist. Hanna, wenn ich dich frage, wenn du eine Filmkritik schreibst, wie beschäftigst du dich mit dem Prozess, wie ein Film entsteht? Also erstmal guten Abend und einen kurzen Disclaimer vorweg. Ich spreche hier tatsächlich als einzelne Kritikerin. Ich bin zwar auch Mitglied im Verband der Deutschen Filmkritik und im regen Austausch mit Kollegen, spreche hier aber wirklich persönlich für mich, also Unwissenheit und so bitte nur mir anlasten und nicht allen Filmkritikerinnen und Filmkritikern. Als die Einladung zu dieser Veranstaltung kam, fühlte ich mich ertappt. Kommt das Drehbuch zu kurz, dann dachte ich sofort, halten meine Texte dem Anspruch, den ich habe, stand, dass halt eben Drehbuch und die Autoren genügend Würdigung erfahren. Ich selber erwähne immer die Autoren in meinen Kritiken und die Hälfte meiner Arbeit besteht ja auch aus dem Redigieren von Kritiken meiner freien Autoren. Und da schreibe ich immer die Autoren auch rein, wenn sie die nicht erwähnen. Das ist aber nicht genug. Das ist deshalb auch eine Anregung, die ich sofort aus dieser Anfrage mit herausgenommen habe. Ich glaube, die Tendenz, die du beschrieben hast, die ist da, das Drehbuch nicht genügend zu würdigen. Ich glaube, sie hat auch was mit der Sichtbarkeit von Autoren und Autoren in der Branche zu tun. Und so wie die Branche uns Filmkritiker auch erreicht, sei es nun halt irgendwie bei Festivals oder bei Interviewterminen, da sind Drehbuchautoren nicht so präsent wie Regisseure. Die Interviewanfragen, die man oder Angebote, die man bekommt, sind meistens auf die Regisseure fokussiert. Also da ist auch, glaube ich, ein Bias in der Branche selber. Die Stellvertreter oder die Repräsentanten von Filmen auch schon so auszuwählen, dass halt eben dieses Ungleichgewicht entsteht. Ich würde aber auch sagen, dass sich das gerade sehr ändert, weil gerade was so neues Serienfernsehen angeht, durch Showrunner und Writers Room, die Prozesse erstens bekannter werden und Autoren, ja mittlerweile von Fernsehserien und sowas, eigentlich Regisseuren den Rang abgelaufen haben, was die Bekanntheit angeht. Das ist nur ein kleiner Teil der ganzen Branche überhaupt. Und auch noch in Deutschland ein noch marginaler, als überhaupt ist. Aber ich glaube, das sind so zwei Tendenzen. Das ist jetzt gerade so. Es wandelt sich aber auch in bestimmten Bereichen, das, was ich so als Zwischenfazit ziehen würde. Das beobachte ich auch, beziehungsweise versuchen wir natürlich auch zu befördern. Das heißt, es geht auch um den persönlichen Auftritt, auch darum, dass man sich als Autor oder Autorin artikuliert, versucht, die Gelegenheiten wahrzunehmen, wo man über die Arbeit reden kann. Was mich daran um die Frage oder um die Thematik aus dem Schmollwinkel oder aus der Eitelkeitsecke auch rauszunehmen, was mich daran am meisten gewundert hat, jetzt auch als Konsument von Film und Filmkritik, ist, dass ihr ja schreibende Kollegen seid, dass ihr eigentlich sozusagen am nächsten an unserer Arbeit dran seid, also näher eigentlich als der Arbeit des filmischen Umsetzens oder des Produktionsprozesses und dass da
vermute ich einfach im Grunde genommen, weil es ja eine spannende Thematik ist, wie man filmisch erzählt, auch gerade für Journalisten, vielleicht einfach mehr Berührungspunkte oder mehr Begegnungen zwischen Filmkritikern und Autoren von Drehbüchern geben sollte, wo sozusagen ein Austausch stattfindet. Was ist eigentlich die filmische Erzählung? Ich finde, der Hinweis auf die amerikanische Serie ist sehr richtig, denn da haben ja auch im Produktionsprozess mittlerweile Autoren eher sozusagen die Federführung übernommen. Wäre das eine Möglichkeit? Könnte man da die Pressehäuser oder euer Haus sozusagen dafür interessieren, dass es da eine Art häufiger Begegnung gibt? Also ob es nun eine Interviewsituation wird oder eine Podiumssituation? Ja, glaube ich schon. Aber ich würde auch immer eine Einschränkung vorweg schicken wollen, dass dieses Begegnung mit dem Schöpfer, der Schöpferin auch eine seltsame Situation ist. Also ich war jetzt die letzten Tage auf einer Konferenz an der Freien Uni in Berlin zum Thema Kritik. Das war die Gemeinschaft für Medienwissenschaften, die ausgestellt hat. Und da waren halt eben, ging's wirklich, war auch der Regisseur schon keine interessierende Kategorie mehr, weil halt eben die Interpretation im Kunstwerk selber angelegt ist und nicht in den Macherinnen und Machern und ihren Intentionen. Also sich, glaube ich, von jemandem, der ein Kunstwerk geschaffen hat, erklären zu lassen, so ist das gemeint gewesen, ist eine komische Konstellation, die glaube ich, sehr manifest ist, dass man halt... Also nochmal nachgefragt, man will eigentlich gar nicht die Schöpfer befragen, weil die diesen heiligen Prozess der Erklärung stören, indem sie ihre eigene Interpretation liefern? Nee, ich glaube nicht den heiligen Prozess, aber es präsentieren sich ja Filme auch als als was Abgeschlossenes und da halt ein bisschen Abstand zu bekommen und das zu betrachten, ist ja auch ein wichtiger Prozess. Die Leute, die daran beteiligt sind, die haben eine andere Sicht darauf, die ist genauso legitim und die stehen halt aber auch manchmal nebeneinander und ich finde das nebeneinander aber auch in Ordnung, weil es nicht darum gehen kann, dass da eine maximale Annäherung stattfindet, dass das dann die beste Filmkritik wäre, die halt genau dem allen gerecht wird. Also ich finde auch, dass ein gewisses Unwissen über die Prozesse auch richtig ist. Also ich habe bei einer Tageszeitung gearbeitet und da ist immer so viel schief gegangen und immer wenn jemand gesagt hat, oh, der Text ist so furchtbar und dann haben alle gesagt, ja, aber das lag da und da dran und irgendwann hat jemand gesagt, ja, jeder Text hat eine Geschichte und eine Vorgeschichte und eine von Missverständnissen, gerissenen Deadlines und sowas alles, die kann nicht interessieren, wenn der Text an sich nicht gut ist. Okay, denken wir jetzt mal von eurem Leser oder unserem Zuschauer aus. Glaubst du überhaupt, dass der Prozess für den Konsumenten oder User, wie man ihn heute nennen würde, Zuschauer, gibt es ja wirklich fast fanatische Kenner von amerikanischen Serien, die dieses Binge-Watching betreiben, die alle Folgen kennen, die Charaktere genau kennen. Glaubst du nicht, dass da mittlerweile auch ein gewaltiges Interesse der Zuschauer da ist? Jetzt ist hier mein Mikro ausgegangen. Hallo? So. Nee, ist noch an. Willst du meins nehmen? Glaubst du, dass da nicht ein großes Interesse von den Zuschauern und Konsumenten von Film- und Serienwerken da ist, mehr über diesen Prozess zu erfahren, wie sowas entsteht? Dankeschön. Also die Entstehungsprozesse von Serien an sich, ja. Also wie das verzahnt, wie mit Vorlagen gearbeitet wird, da glaube ich, ist das Interesse tatsächlich groß. Es gibt da jetzt aber auch eben immer wieder Drehbuchautoren, also ich fände es auch nochmal gut, wenn wir es differenzieren, dann halt eben größere Produktionen, vor allem aus den USA und dann der deutsche Markt. Da gibt es ja auch nochmal Konstellationen, wo das, also im deutschen Kino würde ich zum Beispiel sagen, gibt es halt viele Regisseure, die ihre eigenen Drehbücher schreiben, also die zu den exponiertesten und würde ich auch sagen interessantesten Filmemachern gehören, wo halt eben Regie und Drehbuch in eins fällt. Also sei es dann halt irgendwie Christian Petzold oder Maren Ade, die schreiben ja ihre eigenen Drehbücher und dann ist halt eben diese Unterscheidung nicht mehr so relevant, würde ich denken. Also ich glaube, das Interesse an halt eben Entstehungsprozessen ist da, aber nochmal zurückzukommen, ich muss eine Ergänzung zu machen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es gibt ja auch eben verschiedene Arten von Kino. Eine, die halt eben mehr auf Figurenzeichnungen, auf Milieu Studien aus ist, also die sich mehr für Dramaturgie interessiert und auch Dialoge und dann welche das halt eben mehr über eine Bilderpoetik halt eben funktioniert. Und da ist dann halt manchmal das Drehbuch auch nicht das Interessanteste am Film oder der Film selber hat auch nicht ein großes Interesse am Drehbuch. Das sind ja auch nochmal Aspekte.
Ja, okay. Also das würde ich jetzt mal mit einer Beobachtung konterkarieren, die ich mache, also wenn ich auch mit jüngeren Kollegen spreche. Die Filmhochschulen bilden ja mittlerweile auch verstärkt Autoren aus, Autorinnen und Autoren, die an den Hochschulen möglichst mit den da ausgebildeten Regisseurinnen und Regisseuren zusammenarbeiten. Und tatsächlich gibt es für beide Berufsgruppen Schwierigkeiten sozusagen, diese, sage ich mal, an der Spitze in der Personalunion, dann mag das gewollt sein, wenn Herr Petzold seine eigenen Bücher schreibt, wenn Maren Ade, die sehr lange für einen Film braucht, in zwölf Jahren, glaube ich, 3 Filme fertiggestellt hat, sich es offensichtlich auch sehr schwer macht und da womöglich dann auch keine anderen Autorinnen einbinden möchte. Gibt es den vielfachen Fall, gerade von jüngeren Kollegen, die Debütfilme machen, dass die Regisseure unter ihnen keine gestandenen Autoren finden oder zu finden glauben, weil sie sagen, wir würden ja gerne teilen, ich bin eigentlich eher für das Visuelle zuständig, aber ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt eine gestandene Autorin bezahlen soll, die jetzt einfach schon sehr, sehr stark das Handwerkliche beherrscht. Deshalb schreibe ich das Buch eben mal selber. Und die jungen Autoren natürlich gar nicht wissen, wie sie an die Profis oder Superprofis unter den Regisseuren herankommen sollen. Das heißt, nach meiner Beobachtung ist diese Personalunion, die ihren Nimbus ein bisschen aus dieser Autorenfilmerzeit noch rübergerettet hat, manchmal gar nicht so freiwillig. Und die meisten der Filme, die so entstehen, wenn wir jetzt über Kino reden, sind auch nicht so erfolgreich. Wir haben ja im deutschen Film... Und auch Film, nicht so gut, wenn man... Und die sind deshalb wahrscheinlich nicht so erfolgreich, weil sie nicht so gut sind. Und das mag ja auch erzählerische Gründe haben. Absolut. Ich war gerade in der Jury für den First Step Award, für die besten Abschlussfilme von deutschsprachigen Filmhochschulen. Und da waren ganz viele Filme nominiert, oder erstmal in der Vorauswahl, die wir dann gesichtet haben, wo Regie und Drehbuch von einer Person stammte und die Defizite des Films meistens im Drehbuch lagen. Also wo halt eben die Sprache der Figuren nicht spezifisch genug war, wo halt eben Plot nicht aufging, also wirklich die ganze Bandbreite von Handwerk nicht richtig stimmte und gleichzeitig aber wirklich tolle Bilder waren. Das, also so ein Film wie Fado hat mich sehr überrascht, dass so halt eben über Bilder mal im deutschen Kino erzählt wird. Der stand, glaube ich, also da finde ich auch das Drehbuch gut, aber das war so zu beobachten, dass da halt einfach diese Personalunion da ist und ich weiß nicht, ob jemand hier an der Filmhochschule... Ein Austausch. Das geht auch nicht. Ja? Ja. Also würde mich sehr interessieren, ob das jemand aus Erfahrung berichten kann von Filmhochschulen, warum es halt eben diese Tendenzen gibt, warum es dann halt eben in der Ausbildung immer wieder zu diesem Zusammenlegen kommt. Und Naja, ich selbst war an der HFF München in der Zeit, wo es noch gar keinen Szenaristenlehrgang gab. Also es gab keine Drehbuchklasse. Die hatte dann Doris Dörri da eingeführt, in der Zeit auch noch. Und mittlerweile haben sie es. Und sie haben es in Ludwigsburg und sie haben es, wo der Bora Daktikin herkommt. Sie haben es in Berlin bei beiden Filmhochschulen. Und das Problem scheint eher in dem Moment zu entstehen. Also worauf ich hinaus möchte, wenn ich mit einer Vertreterin der Filmkritik auch rede, ist, womöglich können wir alle ein bisschen befördern, dass dieses Arbeitsteilige nicht sozusagen den einen in den Schatten stellt und den anderen ins Licht, sondern beide Departments sozusagen in einer Gleichwertigkeit auch behandelt werden, sodass es sozusagen nicht so leicht geht, dass man sagt, ich mache das Drehbuch auch mit, sondern ein Bewusstsein auch bei den Filmemachern, bei den jungen Filmemachern selbst dafür weckt, dass es eine sehr schwierige und sehr wichtige Arbeit ist, um nicht diesen Eindruck zu erzeugen im fertigen Film, da stimmen weder Charaktere noch Dialoge, denn dann können die Bilder noch so schön sein. Die Bilanz der FFA, die sozusagen immer die Filme eines Jahres prüft auf Einspiel und auf Zuschauerzahlen, zeigt ja, wir haben ein paar Spitzen, oft sind es dann übrigens auch Personalunion von Regie und Buch, das ist bei Bora Daktikin eigentlich ein Autor, das ist bei Till Schweiger eigentlich ein Schauspieler und bei Matthias Schweighöfer auch, die bilden die Spitze, die bilden den hohen Marktanteil, dann gibt es ein paar Überraschungserfolge wie Maren Ade jetzt und so weiter und dann gibt es ganz, ganz viele Filme, die, wie ich glaube, ja sehr filmaffinen Kinozuschauer deshalb nicht weiter erzählen und nicht weiter empfehlen, weil sie erzählerische Defizite haben. Und da hilft wahrscheinlich auch das gute Bild nicht. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich in der öffentlichen Diskussion, die wir alle miteinander führen, noch ein bisschen dafür tun,
zu sagen, wenn ihr von der Filmhochschule kommt und ihr wollt eigentlich in erster Linie Drehbuch schreiben, schreibt ihr nicht das, was sozusagen nur Dienstleistung für den Regisseur ist, sondern das sind gleichwertige Dinge, damit man das ein bisschen, damit man da vielleicht Partnerschaften befördert, die für bessere Filme insgesamt dann verantwortlich sein können. Gut. Ja, jetzt können wir es ja mal umgekehrt machen. Jetzt kannst du ja vielleicht mal... Ja, hätte ich auch sofort dran angeschlossen, weil mich noch beschäftigt, inwieweit denn, wenn ein Drehbuch abgeschlossen ist, wie ist der Prozess, bis ein Drehbuch als abgeschlossen gilt? Ich glaube auch eines der... Sehr, sehr lang oft. Genau, das stelle ich mir nämlich so vor und dann stelle ich mir auch immer vor, dass das doch immer noch sehr präsente Feindbild des, der Fernsehredakteurin und Fernsehredakteurinnen oder so, dass die am meisten im Drehbuch eingreifen. Also dass halt eben Vorgaben, was zur Figurenzeichnung angeht, wann darf eine Rückblende eingesetzt werden oder so. Ich hatte mal die Zahl gehört, das gilt bei ARD und ZDF, eine Rückblende kostet 100.000 Zuschauer. Also doch bitte daran, also ist ein Eindruck, dass halt eben da die größten Eingriffe und die größte Kontrolle eigentlich in dem Prozess stattfindet und dass deshalb auch vielleicht Regie als das kreativere, freiere Fach dann gilt. Also das würde ich so nicht bestätigen. Ich glaube, im Fernsehen hat, also den ersten Teil ja, es gibt im Fernsehen, wir müssen glaube ich trennen, das größte Problem der Kinoautoren und Kinoproduzenten in Deutschland ist die Finanzierung. Die langwierige Finanzierung, der Versuch, über verschiedene Förderungen zu gehen und das Geld sozusagen an vielen Stellen einzusammeln, weil es aus einer Hand nicht kommt oder nicht kommen kann. Weil die größten Förderungen, die FFA, in der ich selber sitze im Verwaltungsrat und im Präsidium und das BKM, trotzdem natürlich Summen vergeben, die für eine Gesamtfinanzierung nicht ausreichend sind, auch wenn sie Spitzenfinanzierung bieten mit dem DFFF zusammen. Das größte Problem der Fernsehautoren ist natürlich der Weg durch die Redaktionen. Sprich, es gibt eine Instanz, die uns beurteilt und die letztlich auch über den Produzenten steht, was sozusagen das sendefähige Material angeht. Ich will relativ schnell diesen kleinen Punkt erledigen, was das Kreativere ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir selbstständiger arbeiten im Fernsehbereich als Autoren, als die Regisseure, was die Einzelstücke angeht oder was Eigenkonzepte von Serien angeht. Das ist sehr schwer durchzubringen, wenn man eine tatsächliche Serie selbst erfunden hat, um sie dann zur Serienreife zu bringen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Dann aber hat der Autor eine andere Stellung als die Regisseure, die dann wechseln meistens. Also in den Sachen, die ich gemacht habe, in zwei Serienprojekten jetzt, das jüngste ist noch nicht ausgestrahlt von RTL, davor für die ARD. Da ist es so eher, dass wir mit aussuchen, wer Regie macht und so weiter. Und die wechseln in den Staffeln. Da ist es sicherlich nicht so, dass es kreativer ist, Regie zu führen. Es ist einfach ein anderer Beruf. Es ist die Umsetzung des geschriebenen, erdachten und dann auch hoffentlich redaktionell abgesegneten am Set mit den Schauspielern und mit der Technik. Ob das kreativer ist, als eine ganze Welt zu erfinden im Buch, das würde ich eher bestreiten. Aber es ist wahr, dass diese Eingriffe oder die Vorstellung von Fernsehredaktionen natürlich häufig ein schwieriges Korrektiv sind für eine Arbeit. Also wenn man ganz frei schreiberisch arbeiten will, wird einem das Probleme bereiten. Dann wird man wahrscheinlich eher zu Romanen kommen müssen, weil es ist eine Vorlage für Leute, die an einem Set etwas umsetzen müssen. Es ist etwas, was ein Sender, der ein bestimmtes Senderprofil hat und das erhalten will, ausstrahlen wird und er hat eine bestimmte Zuschauererwartung, ob das an die Quote oder an Werbezeiten geknüpft ist, das ist dann eben verschieden, wenn es ein Privatsender oder ein öffentlich-rechtlicher ist oder er ist an einen bestimmten Anspruch gebunden und das wird ständig in diesem Erstellungsprozess des Drehbuchs sozusagen einem bewusst gemacht. Und deshalb muss man, wie ich immer sage, auch wenn ich hatte jetzt gerade eine Drehbuchklausur geleitet, wie zu jüngeren Kollegen sagen, man muss eigentlich eine Mischung haben aus einer totalen Sensibilität für Zeitthemen und für Charaktere und für alles, was uns umgibt und einer totalen Dickfälligkeit, weil dieser Schreibprozess sozusagen ständig in Frage gestellt wird und man muss schon dabei bleiben, sozusagen, dass man eine gute Geschichte erzählt hat, auch wenn man sie ständig verändern muss. Aber hoffentlich nicht so, dass sie entstellt wird, sondern dass sie im besten Fall so lange verteidigt wird, bis sie wirklich besser geworden ist. Und wie würdest du den Prozess beschreiben, wenn du mit einem Drehbuch dann fertig bist, was dann im Anschluss damit passiert? Also was ist der Prozess, durch welche Maschinerie läuft das dann? Wie empfindest du das dann auch?
Ich habe beides schon erlebt. Ich habe den äußersten Pol des ich erkenne es eigentlich nicht mehr oder ich kann eigentlich nicht mehr vorstellen, dass das mal mein Buch gewesen sein soll, bis hin zu einer im Serienprozess, wo ich tatsächlich sehr weit eingebunden bin in die Umsetzung und in die kreativen Lösungen auch der Regie, bis das fast so ist, wie ich mir das gedacht habe. Oder ich sehr froh darüber auch sein kann, wie liebevoll das umgesetzt wurde. Und da ich ja nicht sage, also wenn ich nicht selbst ans Set gehe und nicht selbst inszeniere, dann muss ich irgendwann was abgeben. Dann muss ich einfach sagen, jetzt lauft los und versucht das Beste draus zu machen. Und ich hoffe, dass dann noch ein kreativer Input von Schauspielern reinkommt, die was Tolles aus der Rolle machen, von Regisseuren, die noch mal eine Idee mehr haben, wie man was visuell umsetzen kann oder wie man was witziger machen kann, wenn es eine Komödie ist oder spannender. Da hofft man auch auf die Skills von den anderen Beteiligten. Und das kann auch zu sehr schönen Ergebnissen führen. Und wann entsteht dieser Eindruck bei dir? Also bist du dann halt auch schon bei den Drehs noch dabei oder ist es dann tatsächlich in der Konfrontation mit dem fertigen Produkt? Also ich würde jedem Autor, jeder Autorin raten, zu versuchen, so viel wie möglich ans Set zu kommen. Das muss man sich aber erkämpfen. In den Serien, in die ich als Headwriter oder so eine Art Showrunner eingebunden bin, was jetzt langsam erst in Deutschland kommt, wenn man die Serie selbst erfunden hat, dann bin ich noch stärker eingebunden. Dann gucke ich auch die Muster an und bin auch beim Casting dabei und so. Magst du denn was über die Serie erzählen, wo du da jetzt... Die neue? Ja. Ja, kann ich gerne machen. Die wird im Januar starten. Es gab eine Sitcom-Ausschreibung vor... jetzt anderthalb Jahren, RTL hat gesagt, wir wollen wieder Comedy-Serien machen, aber erzählerische Comedy. Und es gab wahnsinnig viele Einsendungen und drei sind erstmal im ersten Anlauf ausgewählt worden, die dann ein Entwicklungsbudget bekommen haben. Das hieß aber erstmal nur, dass man einen Piloten schreibt. Und ich hatte eine Idee, von der ich gleich gedacht habe, das ist ein Thema der Zeit. Es geht um eine polnische Krankenpflegerin, die in Deutschland eine relativ dysfunktionale Berliner Familie aufmischt. Ihr Pflegling ist schon schwierig, weil das eine alte Dame ist, die aus Schlesien vertrieben wurde in jungen Jahren und die deshalb mit den Polen nicht allzu gut kann. Und die anderen Probleme sind halt typische Mittelstandsprobleme. Und diese wunderbare Frau, die sozusagen neu in diese Familie reinkommt, die löst diese ganzen anderen Probleme, die die Familie hat und die wir alle haben, sozusagen immer mit dem Augenzwinkern und dem Lächeln und mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und wir haben anderthalb Jahre diesen Piloten entwickelt und das war tatsächlich wirklich aufreibend. Das waren 11 Fassungen und haben dann das Go für den Dreh bekommen. Und der Pilot ist sehr gut geworden. Insofern kann ich das sagen, weil es natürlich nicht nur um mein Urteil geht, sondern der auch wie für RTL typisch ins Screening geschickt wurde. Das heißt, es wurde ein völlig unbelastetes Publikum damit konfrontiert. Und da hatten wir sehr hohe Zustimmung. Und dann haben wir die Erlaubnis für die ersten 10 Folgen bekommen. Die sind jetzt abgedreht und die haben wieder schon in der Rohschnittabnahme dazu geführt, dass wir jetzt schon die zweite Staffel entwickeln können. Ja, sehr gut. Und mit wie vielen Autorinnen und Autoren hast du da zusammengearbeitet? Ich war am Anfang allein und habe tatsächlich auch 8 von 10 Büchern dann geschrieben. Wir hatten aber 3 andere Autoren mit reingenommen, die, von denen ich 2 Bücher mal noch überarbeitet habe und einer ist sozusagen ganz durchgekommen. Da mache ich ein Polishing am Ende noch, weil von mir das Konzept stammt. Aber dann waren die Bücher, also die waren super und sehr witzig und so weiter. Aber es ist so, dass so ein Format wie Sitcom, was die Amerikaner pflegen, in Deutschland jahrelang gar nicht gemacht wurde und schon gar nicht politisch inkorrekt und ein bisschen eckig. Und es gibt deshalb auch die Autoren nicht, die jetzt darauf spezialisiert sind. Ich habe das immer versucht, auch in der Zeit, wo das kaum gemacht wurde, auch bei RTL was loszuwerden oder bei den anderen Sendern. Und wir müssen die wieder aufbauen, also die das können, weil es wurde jahrelang jetzt nur Krimi gemacht bei den Öffentlich-Rechtlichen, der Krimi lustig und so weiter, dann wurde 5-mal in der Woche wurden Autoren dazu gezwungen, über den Tod lustige Witze zu machen sozusagen. Es liegt immer einer da und ist leblos und dann muss das aber heiter weitergehen. Und so, das ist in einigen Fällen gelungen, in vielen anderen Fällen glaube ich nicht. Und dann wurden die ernsten Krimis gemacht. Und wenn ein Genre lange vernachlässigt wird, dann sagen natürlich die Leute, die dafür schreiben wollen, für Geld auch, naja, da werde ich ja eh nichts los und dann mache ich jetzt was anderes. Das heißt, wir haben keinen großen Pool von Leuten, die da wirklich versiert sind in sowas und müssen ein bisschen suchen. Ja, nun ist ja nicht nur die Lücke in der deutschen Branche schon, sondern es gab auch noch was, das füllen konnte, nämlich halt eben, finde ich, einen Boom der extrem guten Comedies aus den USA. Macht einen das nicht ein bisschen nervös, wenn die Leute jetzt halt irgendwie Veep gucken und man sich halt, ich weiß nicht, ob das was eine Referenz ist, oder das ist wahrscheinlich nur eine Kritikerperspektive, wenn man das miteinander vergleicht, weil RTL-Zuschauer, also es wird ja an sich halt wenig tatsächlich dann doch amerikanisches Original geguckt und wenn dann halt eben
oder wenn überhaupt amerikanische Serien, dann auch noch in der Übersetzung. Mhm. Ist das eine Fiktion, dass man als Kritiker immer glaubt, so, aber es gibt auch sowas, warum schiebt jetzt deutsches Fernsehen das noch nach? Naja, die Wahrheit, also erstens bin ich jetzt sehr froh über das, was da kommt. Also ich glaube, das hat eine große Chance. Da werde ich jetzt nicht sagen, das ist auf keinen Fall so gut wie die Amerikaner. Wir erzählen ja Geschichten aus Deutschland und für deutsches Publikum. Und die Wahrheit ist auch, die amerikanischen Formate im Original sind Spezialisten. Fernsehen. Also da werden die Zahlen nie so hoch sein wie für ein erfolgreiches deutsches Format. Und Veep ist sogar ein Remake versucht worden auf Deutsch. Das ist natürlich, das funktioniert nicht so gut meiner Meinung nach. Wenn, müssen wir versuchen, deutsche Themen zu finden und die auf Deutsch zu erzählen. Wir haben einen anderen Humor, aber hoffentlich haben wir welchen. Und das muss man einfach versuchen. Also wenn man gleich sagt, die Amerikaner können sowieso alles besser, das glaube ich ist der falsche Ansatz. Also die können vieles besser, die haben aber vor allen Dingen auch viel höhere Budgets. Was für Sitcom keine so große Rolle spielt, aber natürlich für Krimiserien zum Beispiel. Und wir haben aber immerhin den zweitgrößten Fernsehmarkt der Welt und wir sollten uns zutrauen und die neuen Anbieter wie Netflix und Sky reden ja auch schon mit den Produzenten und Autoren hier. Wir sollten uns zutrauen, denen auch was anzubieten. Das wird auch funktionieren, glaube ich. Das dauert ein bisschen, das sehe ich auch so, aber die Skandinavier sind ja noch kleiner sozusagen und die haben es auch geschafft. Und Belgien jetzt auch. Ich konnte ein paar Serien vom Seriencamp vorab gucken, diesem Serienfestival in München. Und da ist jetzt nun gerade die Entwicklung, dass aus Belgien auf einmal wirklich ein Schub an guten Serien kommt. Und die haben ja auch eben dieses produktive Dilemma, dass sie eigentlich zu klein sind, um selber Sachen zu machen, sondern immer in Co-Produktionen, in internationale arbeiten müssen. Und dass dadurch halt einfach eine andere Art von Austausch und Professionalität einzieht, die halt eben dann halt konkurrenzfähig ist. Wenn man das will, beteiligen sich dann die Franzosen oder die Amerikaner auch? Franzosen. Okay. Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein. Also das heißt, dass man ja wahrscheinlich gleich ein bisschen größer denkt als den Markt. Genau. Das ist ein bisschen, gebe ich zu, das ist ein bisschen die Einschränkung des deutschen Marktes, dass wir für das deutschsprachige Publikum natürlich produzieren. Das ist ein großer Markt, aber es ist natürlich nie ein Weltmarkt. Und die Amerikaner haben das immer schon im Kino und im Fernsehen. Die können im Inland schon 7-mal ein Format mindestens verkaufen. Da kann man ganz andere Budgets dadurch schon refinanzieren. Und das sind einfach so Markt- oder Produktionsrealitäten. Aber das muss einen ja nun auch nicht ständig, da kann man jetzt 10 Jahre drüber mit hadern und kann man sagen, ja, aber es gibt hier auch Geld. Und wenn ich von den internationalen Drehbuchkonferenzen komme und höre, was in anderen, gerade südeuropäischen Ländern, gar nicht mehr da ist, also wo die Kollegen in Italien und in Spanien eher darum kämpfen, überhaupt noch ein Budget zu kriegen für Buchentwicklung, dann haben wir es hier schon, noch, haben wir hier zumindest noch Möglichkeiten, also weil hier noch Geld ausgegeben wird. Auch wenn es immer so sein wird, dass nicht alle davon profitieren können, das ist ja klar. Wenn ein Serienbudget erstmal ausgegeben ist, hat ein Sender wie der SWR, also drittes Programm, hat dann erstmal keins mehr oder vielleicht noch eins. Das ist im NDR auch nicht anders. Ja. Gibt es denn dann überhaupt in Deutschland eine tragfähige oder nachhaltige Nische? Es gab ja so Ansätze halt mit ZDF Neo, die machen jetzt eher Quote mit Inspektor Barnaby. Genau, das war der Anfangsbreaker. Interessanterweise besonders bei den jungen Zuschauern funktioniert. ZDF Neo entwickelt sehr stark jetzt. Die wollen ein besonderes Alternativprogramm sein. Ich habe lange Nische geschrieben, indem ich zum Beispiel eine Kinderserie geschrieben habe, die in der ARD gelaufen ist. Das sind auch Nischen. Also die sind dann auch als Nische von Anfang an gelabelt. Und dann ist auch die Quotenerwartung anders. Man weiß, dass man ein bestimmtes Zielpublikum hat. Und die digitalen Ausgründungen wie ZDF Neo oder RTL Nitro, die werden sicherlich ihr eigenes Programm suchen. Die haben von Anfang an zum Beispiel niedrigere Budgets. Und man weiß auch nicht so genau, wie viel das Mutterhaus immer mitspricht. Bei ZDF Neo wird der Lerchenberg, glaube ich, immer dabei sitzen und gucken, was machen die. Und im Fall Böhmermann holen sich auch gute Leute dann mal rüber. Das muss ja auch nicht schlimm sein. Also ich glaube schon, dass da was losgeht. Die kommen auch stärker unter Rechtfertigungsdruck, denn immerhin werden 8 Milliarden Gebühren pro Jahr an diese Häuser vergeben. Das macht man sich auch selten klar. Damit ist das ZDF zum Beispiel einer der größten Broadcaster der Welt. Es ist einer der größten Produktionshäuser der Welt. Und das müssen sie rechtfertigen, vor allen Dingen, wenn die neuen Anbieter. Wenn Amazon jetzt sagt, wir wollen deutsche Kreative irgendwie haben und wir wollen mit denen was machen und das funktioniert dann beim Zuschauer, dann ist klar, dass es plötzlich einen produktiven Kampf gibt. Aber da müssen auch wir natürlich Qualität liefern. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, die Sender waren immer böse oder die Kritiker haben uns schlecht behandelt. Aber wir haben doch so tolle Sachen gemacht. Man muss natürlich mit jedem neuen Format auch versuchen, noch ein bisschen die Grenzen zu verschieben. Sind denn die Sender da so offen? Ich weiß, es gab vor 2 Jahren so eine große
Serienanstrengung vom ZDF, das Team hieß das. Das war dänisch, schwedisch, nee, belgisch und deutsch. Und da haben sie die Drehbuchautoren, Regisseure und auch, glaube ich, einen großen anderen Teil des Stabs alle vom DN, also dem dänischen, DR, vom dänischen Rundfunk eingekauft. Und das fand ich ja schon bezeichnend, dass halt eben gerade für doch ein etabliertes Format wie halt irgendwie Krimi, da das ZDF schon auch den eigenen heimischen Talenten nicht mehr getraut hat und sogar einfach wirklich alles eigentlich beim dänischen Rundfunk eingekauft hat. Ja, das hieße jetzt, wenn ich das beantworten könnte, müsste ich Redakteur im ZDF sein, bin ich nicht. Wie solche Entscheidungen zustande kommen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, die haben ja viele gute Krimi-Autoren auch selbst. Also das ist eigentlich, glaube ich, war das so eine Übergangsphase, wo man gedacht hat, die Skandinavier, die machen doch so tolles Krimi-Fernsehen, das kaufen wir dann teuer ein. Dann lass uns doch gleich bei den Autoren anfangen und wir machen das gleich von Anfang an mit. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert, weil man muss solche Sachen immer aus dem Land heraus erzählen mit den Erfahrungen, die hier die Leute machen, zu denen wir ja auch gehören. Und da wird man eigentlich mit eingekauften Programmen dieser Art nie weit kommen. Meine Meinung. Ja. Tja, jetzt würde ich mal wieder das Sparring übernehmen. Ich habe das Zeitgefühl verloren, wie immer auf der Bühne. Jan, kannst du mir helfen? Weißt du, wie lange wir hier schon... Wir haben noch Zeit, okay. Eine spannende Frage, die mich beschäftigt ist, weil das Digitale betrifft ja nicht nur uns Autoren für unsere Distributionskanäle und die neuen Zuschauergruppen, die wir ansprechen können, sondern euch auch. Kritik findet ja heute ungerichtet und amateurhaft sozusagen auf allen Kanälen statt. Ein Film kommt raus und Facebook und Twitter erzählt uns gleich, wie der ist. Von meinem Nachbarn, von Freund 52 auf Facebook. Welchen Stellenwert hat denn sozusagen die professionelle, institutionalisierte Filmkritik für dich heute noch? Habt ihr noch diese Durchschlags? Seid ihr noch die Ersten, auf die man hört, die man liest? Nein, ganz sicherlich nicht. Da gibt es verschiedene Entwicklungen, die sich daraus speisen aus der Digitalisierung. Ich glaube, das betrifft aber dann nicht nur Film, sondern einfach eigentlich alle Sparten im Kulturbetrieb, die mit digitalisierten Produkten umgehen. Also vor allem Pop, Serien und Bücher, eben Kunst, Oper, Theater und sowas nicht so sehr. Aber die sofortige Verfügbarkeit von den Kulturprodukten, vor allem im Pop halt eben so, dass es da ja gar keinen Vorlauf mehr gibt bei den wirklich großen Alben von Beyoncé oder Kanye West oder sowas. Die werden nicht vorab der Presse vorgestellt, damit man sich halt über ein, zwei Wochen eine Meinung dazu bilden kann, sondern die werden gedroppt. Und dann ist die Rezeptionshaltung von Fans und Kritikern oder der Rahmen halt eben exakt der gleiche. Und das führt natürlich halt, wenn man glaubt, oder ein großes Selbstverständnis, ein Teil seines Selbstverständnisses daraus zieht, dass man halt durch das Privileg des ersten Zugriffs so einen Status hat, der halt irgendwie alles entscheidet, natürlich zu einer großen Legitimationskrise, wenn man halt eben nicht mehr der Erste ist oder die Erste, die dazu eine Meinung hat. Dann ist man auch selber Teil in einem sehr großen Wettbewerb der Stimmen. Und das kann aber, finde ich, auch gleichzeitig halt dazu führen, dass man halt eben wieder überlegt, was bringe ich denn in diesen Diskurs ein, außer halt eben der Erste zu sein. Was ist meine Expertise? Was ist mein Handwerk dabei? Also auch, dass Textqualität vielleicht auch wieder ein anderes Kriterium oder einen anderen Stellenwert bekommt. Und dann tatsächlich zu gucken, wie man halt Gespräche in Bewegung hält, weil ich glaube, dass halt Kritiken, also zumindest im Filmbereich, überhaupt keine Auswirkungen darauf haben, auf die Zuschauerzahlen. Das, glaube ich, ist tatsächlich nicht, kann man nicht korrelieren. Also, das heißt, egal was ihr schreibt, die Zuschauer gehen rein oder gehen nicht rein, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, größtenteils geht für ja. Uns hoffentlich nicht. Also das mache ich an so bestimmten Zahlen fest, wie... wir hatten jetzt letztens eine Kritik zu dem Film Belladonna of Sadness, einem japanischen Anime von vor 40 Jahren, wo eine Art von Jeanne d'Arc-Geschichte in Jugendstil-Optik und LSD-Einschlag gefilmt wurde. Gut. Ein wirklich toller Film, lief, glaube ich, 3 Wochen auch in Berlin nur und hatte bei uns 80.000 Leser, weil der Sex-Aspekt die Leute anscheinend interessiert hat. Aber wenn der Film 80.000 Zuschauer gehabt hätte, wäre der Verleih tot umgefallen. Also, und das heißt, Sie haben es bei euch gelesen und haben gesagt, das reicht mir jetzt, ich gehe jetzt nicht mehr in den Film. Okay. Genau. Nein, und das lässt sich auch übrigens auch so, glaube ich. Ja?
Nein, und das kann man ja auch anders umdrehen. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang davon abgesehen, Til Schweiger-Filme zu besprechen, weil wir alle aus meinem Autorenstamm, den alle einmal jeweils besprochen hatten, das neueste Werk, und das so furchtbar fanden und auch das in unseren Texten ausgedrückt haben. Und dann wird der Til Schweiger auch gerne mal persönlich und hat auch eben Kollegen bei Kerner und so direkt angeschimpft und so. Und irgendwann habe ich dann keinen mehr gefunden, der noch Lust hatte, sich einen Til Schweiger-Film anzugucken und darüber zu schreiben, weil das halt auch eben Filme sind, die keine sinnstiftende Diskussion auslösen. Die sind ja sich so selbstgenügsam. Die ignorieren ja auch alles, was im Kino sonst passiert. Also das ist so, finde ich, ein totaler Stillstand. Und dann haben wir eine Zeit lang halt einfach keine Til Schweiger-Filme mehr besprochen. Und ich glaube, das hat überhaupt keine Auswirkung darauf gehabt, was halt nun irgendwie der für Zuschauerzahlen hat oder nicht. Und ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Beziehungsweise, ist es ein bisschen, um das ein bisschen zu nuancieren, ich glaube, dass nur gute, begeisternde Filmkritik kann Leute dazu bringen, die stehen dann quasi am Abgrund und überlegen sich, springen sie oder nicht. Und wir sind dann die, die halt irgendwie die Leute dann so sanft schubsen, aber der Weg bis zu diesem Abgrund ist einer, den Filminteressierte alleine machen. Die lesen viel drumherum, die gucken sich andere Filme an und haben das Gefühl, das ist der, der das halt irgendwie ergänzt, das Bild. Ich finde aber halt eben auch, dass das nicht enttäuschend ist für Filmkritiker, dass sie nicht diesen Einfluss haben, sondern das hat halt eben was damit zu tun, dass man halt andere Ansprüche an Texte und auch an Textqualität dann erheben muss, dass sie halt eben Teil einer Unterhaltung sind über Film. Und dadurch auch Filmkultur befördern. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den ich immer wichtiger finde, dass man halt eine Art von Gespräch über Film am Leben hält. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist ja gerade in Deutschland auch eben tatsächlich sehr dürftig, was Filmkultur gerade betrifft. Ja, das stimmt. Jetzt hast du mehr Zeit, weil du keine Til Schweiger-Filme mehr gucken musst. Wie bereitest du dich denn auf die schönen anderen Filme vor, die du sehen kannst? Guckst du dir nur den Film an und sagst, ich möchte jetzt gar nichts drüber wissen, erstmal, lass erstmal den Eindruck auf mich wirken, oder holst du dir vorher schon Recherche oder danach? Oder sagst du, der Film hat mich jetzt nicht besonders interessiert, über den muss ich gar nicht so viel mehr wissen? Es kommt sehr darauf an, in welchem Kontext ich die Sachen sehe. Ab und zu hat man ja das Glück, halt auf Festivals einfach in Filme reingeworfen zu werden. Sei es nun sowas wie eben Toni Erdmann in der ersten Vorführung überhaupt zu sehen. Und das ist ein totaler Glücksfall, dass man halt eben so in so einen Film reinstolpert und dann so mitgerissen wird. Und das finde ich... War also das so? Hast du den in der ersten Vorführung überhaupt gesehen? Ja, in Cannes war das. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Ersteindruck, der halt natürlich irgendwie informiert ist, aber halt auch sich erstmal von dieser Konfrontation der Ungefilterten mit dem Film, das ist eine sehr starke. Also das finde ich auch, diese Intensität der Eindrücke, das zu bewahren und das vielleicht auch textlich zu übertragen, finde ich schon auch immer wieder toll. Bei manchen Filmen drängt es sich aber auf, dass man sich vorher informiert, danach liest, wenn es auf realen Fällen basiert, was wurde halt irgendwie, wie wurde der Stoff bearbeitet, in welchen Fassungen gab es diesen Stoff vorweg. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dann einfach sich Filme von, also andere Filme der Regisseure anzugucken und da zu gucken, gibt es halt Resonanzen, gibt es da Muster. Der Regisseure. In erster Linie geht man über Regie. Dann, also das heißt, eigentlich könntet ihr eine Handschrift von Autorinnen und Autoren gar nicht erkennen, weil ihr sozusagen eher über Regisseur vergleicht. Das ist ja eigentlich der alte Autorenbegriff. Das heißt, der Regisseur prägt den Film. Eigentlich ist es in der Produktionslandschaft jetzt jenseits von Deutschland, gerade in Amerika, überhaupt nicht mehr üblich, dass ein Regisseur sozusagen eine Linie verantwortet von Filmen in einer Handschrift. Ich würde sagen, jetzt Oliver Stone fällt mir jetzt gerade nochmal ein, vielleicht Terrence Malick, das sind ja alles alte Haudegen. Ansonsten wird es doch eher so sein, dass der Regisseur das vom Studio zugeordnet bekommt, was er dann als nächstes machen darf, oder? Weil, das ist ja tatsächlich eine Tendenz, dass das halt sich aufspaltet, dass es diesen Mittelbau in der US-Filmszene nicht mehr gibt, sondern halt eben das Independent-Kino, wo dann aber wirklich viele ja ihre eigenen Drehbücher schreiben. Also Kelly Reichardt zum Beispiel, die ja auch hier vertreten ist. Aber natürlich, dass es dann halt eben auch bei den Blockbustern halt einfach Drehbuchfassungen gibt, wo dann 6 Wochen vor Filmstart, vor Drehbeginn halt einfach dann ein Regisseur daran geholt wird. Und das sind ja aber auch dann die Filme, die meistens nicht wirklich gut funktionieren. Also das muss man auch sagen. Die Autonomie des Drehbuchs ist da ja auch irgendwie zwiespältig. Bei Superheldenfilmen, oder? Ja.
Naja, gut. Okay, sicherlich. Aber da haben wahrscheinlich trotzdem alle Spaß dran, wenn sie sowas machen dürfen, inklusive des Autors. Was würdest du denn jetzt sagen, um jetzt mal zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen? Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man jetzt mal davon absieht, was du zwischendurch gesagt hast, naja, wir wollen auch gar nicht zu viel über das Drehbuch wissen oder über die Geschichte wissen, weil das können wir dann auslegen oder so? Ich sagte, ich spitze das jetzt natürlich absichtlich und vielleicht ein bisschen bösartig zu. Welche Schritte gäbe es denn sozusagen aufeinander zu, wo man diesen Prozess vielleicht nochmal gemeinsam aufschlüsseln könnte oder wo wir als Schreiber der Drehbücher und ihr als Schreiber der Filmbeurteilung, der Kritiken, vielleicht nochmal gemeinsam in diesen Prozess eintreten können, dass man das für den Zuschauer vielleicht auch ein bisschen aufschlüsselt oder interessant macht, denn es ist ja eigentlich, wenn er sich für Film interessiert, interessant. Gibt es da, siehst du da irgendeine Möglichkeit? Siehst du da irgendwelche Verbesserungswege? Ja, aber bevor wir darauf eingehen, weil das klingt schon so nach der Rausschmissfrage, wo wir uns das nächste Mal sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir jetzt stehen. Das wird nee, aber mich würde nochmal interessieren im Gegenzug, wenn du sagst, du hast da einen gewissen Mangel, siehst du in Filmkritiken, den ich auch glaube, der berechtigt ist, der Eindruck. Andererseits, wenn man eine Filmkritik wirklich auseinandernimmt, wo halt eine Dramaturgie nicht stimmig ist, wo mir die Motivation der Figuren nicht erklärt wird, wo man die Dialoge kritisiert, ist das eine Kritik, die man aufnimmt? Oder verweist man dann nicht selber auf den Regisseur und sagt, nein, das war dann wirklich der Regisseur? Wenn ihr jetzt anfangt, auf die Autoren einzuschlagen, wäre das schon mal ein erste Schritt in Richtung Würdigung. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe übrigens auch viele Filmkritiken geschrieben. Ich habe es, glaube ich, fürchte ich, genauso gemacht. Ich bin auch natürlich als erstes geprägt sozusagen durch die Theorie erstmal über die Regisseure gegangen. Ich glaube, ja. Ich glaube, eine Art der Würdigung kann auch die Kritik sein im Sinne von, es kann auch einen Respekt geben, wenn man sagt, im Ernsthaft nehme ich jetzt hier mal die Dialogführung auseinander, ordne sie aber dem richtigen Kreativen zu, dann fände ich das schon einen Schritt, der besser wäre. Also natürlich bin ich nicht glücklich, wenn ich jetzt von dir als nächstes lese, hat er uns ja ganz schön angekündigt, aber die Charaktere stimmen nun gar nicht und die Dialoge, naja. Aber immerhin ist es dann sozusagen eine Auseinandersetzung, der Beginn einer Auseinandersetzung. Sprich, die Sorgfalt in der Draufschau sozusagen, wo kann auch ein Film verbessert werden, wo kann unsere Filmkultur verbessert werden, weil das war ein ganz wichtiger Punkt, den du zwischendurch gesagt hast, dass viele Filme einfach in den Büchern nicht weit genug entwickelt sind, dass man sozusagen von Seite der Kritik, indem man immer wieder darauf hinweist, die Bücher für Kinofilme sind teilweise in den Charakteren noch nicht stimmig, in der Geschichte, in der Dramaturgie noch nicht stimmig. Das ist ja im Grunde genommen das, was wir selbst auch leisten müssten, wenn wir uns mit unserer eigenen Arbeit auseinandersetzen. Oder was ich zum Beispiel leiste, wenn ich einen Stoff beurteilen soll in irgendeiner Funktion, als entweder in der Klausur oder als Headwriter oder wie auch immer, würde ich sagen, ja. Also auf jeden Fall, weil keiner kann von Kritikern erwarten, schont uns und dann sind wir glücklich, sondern schaut genau drauf und dann können wir darüber diskutieren. Sehr gern. Ich würde aber auch denken, dass, wenn ich das mal aus eurer Perspektive betrachten würde, dass es auch daran liegt, den Alleinvertretungsanspruch von Regisseuren aufzubrechen, was halt die Repräsentation auch in den Medien von Projekten angeht. Kann mir gut vorstellen, dass Regisseure dich daran gewöhnt haben, die Sprecher und Sprecherinnen. Sie werden sicherlich nicht die sein, die das als Erste aufbrechen, das glaube ich auch. Genau, also da muss man auch, glaube ich, da so einen Alleinvertretungsanspruch erstmal aufbrechen. Im besten Falle auch eben den Dialog zwischen Regie und Buch selber zum Thema machen, also selber über die Zusammenarbeit sprechen. Also Regisseure auch dazu anhalten, zu sagen, wie sie dem Buch begegnet sind, was sie daran angesprochen hat, wie der Austausch da war. Bei Präsentationen Drehbuchautoren mit aufs Podium holen. Ich habe gerade überlegt, bei den Berlinale-Pressekonferenzen, da sitzen ja die Stars, die interessanten Gesichter, der Produzent, die Produzentin und Regie. Meistens auf dem Podium, oder? Ja, ob die Gesichter so interessant sind, immer weiß ich gar nicht, weil ich dann auch oft auch nicht mehr hingucke. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einen Kampf führen um die Sichtbarkeit, der natürlich dann oft mit Argumenten, also wir haben hier zum Beispiel Glück, dass auf dem Hamburger Filmfest wir zumindest in den Katalogen erwähnt werden. Das ist auf der Berlinale jahrelang nicht so gewesen. Und wenn man Dieter Koslik darauf anspricht, sozusagen, warum keine Autoren eingeladen werden, dann fängt er an, uns von den Reisebudgets zu erzählen, wenn er denn mal Zeit hat, uns was überhaupt zu erzählen.
und dass das ja nicht ginge und man hätte ja nur ein Reisebudget dann pro Film und das sei ja sowieso schon so viel und das sehen viele Festivals so und dann werden die Regisseure eingeladen. Also das ist schon ein riesiges Problem. Ich glaube tatsächlich im Fernsehen, wie du auch gesagt hast, dreht sich's um. Aber wie gesagt, es geht auch nicht nur um Eitelkeit, es geht nicht nur um Podien und was du gesagt hast, fände ich schon mal gut, dass man die Leute auch befragt zu dem Prozess. Wenn da nun mal ein Regisseur steht, kann man ihn ja dazu befragen und wenn er oder sie das Buch nicht selbst geschrieben hat, ist es sicherlich interessant, zu dieser Wechselwirkung eine Stellungnahme herauszufordern. Es wird in vielen Fällen so sein, dass der Teil der Autoren kleingeredet würde, aber zumindest ist es ein Anfang oder ist es ein Wiederanfang, denn wir hatten sehr lange eine ganz andere Kultur, ist von Truffaut, der natürlich ein großartiger Filmemacher war und seinen Spießgesellen in dem Fall natürlich aufgebrochen worden, die den Regisseur zum Autor gemacht haben. Der Hintergrund war, das waren alles Kritiker, die unheimlich gerne Regisseure werden wollten. Und das haben sie ganz toll gemacht und das haben sie auch geschafft. Und ich glaube, mittlerweile ist es einfach nicht mehr das moderne Bild, wie Filme entstehen und vor allen Dingen, wie Filme in Deutschland auch besser werden können. Ja, also wenn wir jetzt über konkrete Maßnahmen sprechen, Sichtbarkeitmachung von eurer Arbeit, finde ich tatsächlich dann so Veranstaltungen, wenn du auch als Showrunner auch ein bisschen mehr über die Produktion an sich sprechen kannst, das sind ja dann doch im Zweifelsfall meistens die Produzenten, die dann halt eben über das Projekt an sich dann wirklich reden können. Aber wenn du zum Beispiel mal deine Comedy dann halt in so einer Art von Werkstattgespräch vorstellen würdest und mal sagen kannst, so, wie ist denn das mit dem horizontalen Erzählen? Habt ihr das mal ausprobiert? Welche Figuren kann man wann wo einführen und sowas, über so das Handwerk auch mal ins Gespräch zu kommen, wenn man weiß, wie viele... Ja, würde ich sehr gerne machen, ja. Nehme ich sofort an, die Einladung, die ich jetzt hier ein bisschen forciert habe. Man müsste dann auch darüber erzählen, dass natürlich der Showrunner in Deutschland noch nicht ganz durchgesetzt ist, weil die Produktionsstrukturen und die Redaktionsstrukturen hier noch andere sind. Hier gibt es keinen Broadcaster, der sagt, komm mal her und bring mit deinem eigenen Risiko das Format völlig fertig und dann entscheide ich, ob ich es ausstrahle oder nicht. Dann trägst du das finanzielle Risiko, kannst aber im besten Fall auch daran sehr viel verdienen. Das gibt es hier so noch nicht, ist jetzt auch kein Grund zu lamentieren. Aber über diese verändernden Rollen auch der Autoren in diesem Bereich zu reden, das ist bestimmt lohnenswert. Ich würde das gerne machen, klar. Dann würden wir gerne, wenn es welche gibt, auch Publikumsfragen zulassen. Hätten wir auch die ganze Zeit gemacht, aber... Ja. Eine Frage zu amerikanischen Autoren und vor allem neuem Kino und solchen Sachen wie englischer Text, der auch mal übersetzt wird oder so. Gibt es da einen richtigen Austausch auch von amerikanischen Writern oder mit deutschen Kinos? Wie findet der noch statt? Oder dieser interkulturelle Austausch, der interessiert mich da ein bisschen. Also wo da die Brücken geschlagen werden. Ja, ich habe das kurz erwähnt, es gibt von uns mitveranstaltet über so einen Dachverband diese International Screenwriters Conferences, zu denen wir mittlerweile auch, die in erster Linie auf europäischer Ebene stattfinden und alle 2 Jahre jetzt in Paris stattfinden sollten dieses Jahr und nicht stattfinden aufgrund der Bedrohungsangst. Wo jetzt mittlerweile auch amerikanische Kollegen eingeladen werden. Wir hatten das auch in Barcelona schon mal, es war auch schon der Fall, da kamen auch Netflix-Executives und da kamen amerikanische Autorenkollegen und es gab einen Austausch, Leute haben von ihren Projekten erzählt, dann merkt man natürlich erstmal, viele europäische Autoren zucken dann natürlich erstmal zusammen, weil die amerikanischen Produktionsbedingungen, es ist so, als ob man mit so einem Schlauchboot auf der Elbe schippert und dann kommt so ein Tutetes da hinten und dann kommt so ein Riesentanker hinter einem angefahren und man macht, dass man zur Seite kommt. Also es sind manchmal noch ganz andere Bedingungen und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und aber es ist total interessant, natürlich mit denen zu reden. Naja, das ist so, dass der Tanker, ob der voller... Der ist schon voller Ideen auch und voller Möglichkeiten, aber das muss man auch differenziert sehen. Und wenn man ein paar Tage zusammensitzt, dann sieht man, dass die Strukturen eben für Amerika sind. Also es gibt dann Disney-Autoren, die schreiben extrem segmentiert. Das ist ganz klar, dass dieser Riesenkonzern, der ganz genaue Vorstellungen hat, was er wem zuschanzt an Inhalten, den Autoren bestimmte ganz geringe Freiräume lässt, sie sicherlich sehr gut bezahlt. Und dann gibt es Leute, die tatsächlich echte Showrunner sozusagen sind, die Formate, von denen wir noch nie gehört haben, weil wir tatsächlich hier ja nur die Spitzen mitkriegen. Science-Fiction-Formate, irgendwie kanadischer
Herkunft und so weiter, habe ich noch nie gehört, was das war. Aber die Leute sind sehr gut auf dem Markt da unterwegs und erzählen dann davon. Und das ist gegenseitig sehr befruchtend. Ob das im Einzelfall sozusagen, führt das noch nicht zu einer Zusammenarbeit. Also sprich, nach meiner Meinung müsste eine richtige gegenseitige Inspiration über eine längere Strecke dann gehen. Sondern man kommt nach Hause, hat eine Vergleichbarkeit, hat besonders mit den britischen Kollegen auch eine stärkere, weil die machen ja tatsächlich schon eher was für den Weltmarkt, weil sie diese Sprache haben. Und im besten Fall geht dann diese, über persönliche Kontakte geht das dann weiter und so. Aber dafür ist der deutsche Markt noch zu funktionsfähig, dass man jetzt, dass jetzt viele Leute von uns rübergehen würden nach Amerika. Denn das Risiko ist natürlich für jemanden, der mit deutscher Sprache aufgewachsen ist, dass man erst denken lernen muss, fühlen lernen muss und ich sag mal, diese ganzen Tiefebenen von Humor und Lebensweise eingeatmet haben muss, um wirklich gutes englischsprachiges Fernsehen zu schreiben oder Filme zu schreiben. Aber in der Ausbildung, muss ich noch kurz anhaken, da haben ja die Filmhochschulen in Deutschland auch lange das versäumt, eben so eine Professionalisierung zu machen wie die dänische Filmhochschule. Die sind ja vor 15 Jahren zu HBO gefahren, haben sich alles erklären lassen, dann alles kopiert und 5 Jahre später gab es dann halt eben Kommissarin Lund und so. Aber ja, die holen das ja jetzt gerade so ein bisschen auf. Da gibt es ja verschiedene so Workshop-Situationen, sowohl für Showrunner als halt eben auch Serial Writing. Das sind halt eben, ich glaube, das Erich-Pommer-Institut hat das ja auch jetzt gemacht, dieses TV-Series Lab und sowas. Ne? Das sind Also auch interessant finde ist, ob es tatsächlich diese Workshops gibt oder diese Workshops so direkt angeboten werden für Filmschüler oder auch so, sag ich mal, ja, so Treff, Meeting Points. Speziell jetzt Austausch mit amerikanischen Kollegen oder einfach überhaupt nur Serial Workshops. Es gibt ja jede Menge Angebote von Fortbildung auf dem deutschen Markt. Also mein Kollege, Vorstandskollege Peter Henning, der in Babelsberg lehrt, der hat Keith Cunningham, heißt er, oder Tom Schlesinger eingeladen, also namhafte Showrunner, die dann auch so einen Workshop gegeben haben. Ich habe nicht selbst teilgenommen, aber es gibt das ja immer mal wieder. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ein Aufwachen bei den Filmhochschulen. München war lange ein bisschen, wir machen sowieso tolle, wir bringen sowieso ganz tolle Leute hervor, wir machen das große Kino und wir haben ja auch die namhaften Absolventen. Diese bisschen Arroganz, sage ich mal, der deutschen Filmhochschulen, die viel kinoaffiner waren, bricht jetzt eh auf. Und ich glaube, die gucken alle auch in die Richtung, was kann man mit Serien machen. Da wird zum Beispiel in München wird ein Serienlehrgang geschaffen. In Babelsberg machen wir im Herbst was zum Thema Sitcom, was sich jetzt aufbaut, wo auch ZDF Neo und RTL wohl mit einsteigen werden in die Finanzierung, wenn es gut geht. Und das kommt, also mal gucken. Wie stark das im Austausch mit den USA sein wird, wird sich vielleicht ein bisschen daran entscheiden, ob die amerikanischen Anbieter, die hier auf den Markt kommen, also entweder die großen Verleiher wie Warner oder vor allen Dingen die noch größeren Anbieter wie Amazon, ein finanzielles Interesse daran sehen, hier Autoren auch auszubilden. Ich soll jetzt aufhören, sagt mein Chef. Haben wir denn noch Fragen? Die dürfen wir dann vielleicht trotzdem kurz... Ja, die könnt ihr ja auch... untereinander. Ja, weil die nächste Veranstaltung... Ja, okay, dann räumen wir das Feld. Und dann könnt ihr sie ohne Mikro weiterführen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und habe mich gefreut, hier zu sitzen. Ja.